Vielen Dank, Herr Tagungspräsident, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Angela, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es uns in den letzten Tagen, vor allen Dingen auch am gestrigen Tag, gelungen ist, zu dieser abschließenden Karlsruher Erklärung zu kommen. Unabhängig davon, dass die Abstimmung noch aussteht, bin ich deswegen froh über diesen Kompromiss, weil er zum Ausdruck bringt, dass wir unter der Führung der CDU auf der Bundesebene, aber auch in den entsprechenden Ländern das Heft des Handelns in der Hand haben und dass wir es geschafft haben, trotz dieser Anfangsschwierigkeiten Ordnung ins System zu bringen und dafür zu sorgen, dass das Thema, was uns gerade als Union sehr stark betrifft und unser Markenzeichen ist, nämlich innere Sicherheit, nach vorne zu bringen. Auf der anderen Seite ist es auch eine wichtige Botschaft, dass wir den vielen, vielen in den Kommunen, nicht nur den Ehrenamtern, sondern auch den hauptamtlich Beschäftigten, Landräten, Bürgermeistern, Oberbürgermeistern klar machen, dass wir ihre Sorgen ernst nehmen und dass wir wissen, dass das Asylrecht in Deutschland unangetastet ist, dass es aber ganz klar auch Integrationsgrenzen gibt, die sich mit den natürlichen Ressourcen in den Kommunen festmachen. Und das ist, denke ich, auch die Botschaft aus unserer Erklärung, dass wir sagen, wir lassen euch nicht allein. Wir wissen, dass es natürliche Grenzen gibt, die wir im Blick behalten, wo der Bund, aber auch die Länder für die Kommunen in die Finanzierung mit reingehen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass Integration wirklich gelingen kann. Und dass auf der anderen Seite es möglich sein muss, dass wir mit den Anstrengungen, die wir machen, auch ein Zeichen in Richtung Europa geben, dass wir, wenn wir uns als Deutschland nicht überfordern wollen, unbedingt die europäische Solidarität und insgesamt den europäischen Gedanken brauchen, wenn es darum geht, diese internationale Herausforderung zu bewältigen. Es geht an dieser Stelle nicht ohne Europa. Deswegen unterstützen wir auch ganz klar alle Aktivitäten der Bundeskanzlerin, wenn es darum geht, alle 28 im Boot zu halten, beziehungsweise auch dafür zu sorgen, dass die internationalen Zuständigkeiten auch ausgefahren werden und die Konfliktherde entsprechend auch bewältigt werden. Eine Sache ist mir noch ein ganz wichtiges Thema. Wir sind in den Wahlkämpfen, auch in den drei genannten Ländern, und wir haben es dort ganz klar auch in der Auseinandersetzung mit einer politischen Kraft zu tun, die rechts von der CDU steht und demzufolge für uns nicht zum demokratischen Spektrum. Und wir haben uns immer vorgenommen, dass rechts von der CDU im demokratischen Spektrum kein Platz sein darf. Und deswegen sind wir als Union aufgefordert, auch in den Wahlkämpfen klar Flagge zu zeigen, dass wir die Sorgen der Menschen ernst nehmen, für innere Sicherheit sorgen, erfolgreich integrieren, wissen, wo unsere Grenzen sind, aber auch entsprechend der AfD keine Luft lassen. Darum lassen Sie uns gemeinsam ringen in den Wahlkämpfen. Ich freue mich auf eine gute Wahlkampfaktivität mit dir, liebe Angela, beziehungsweise mit den anderen Wahlkämpfenden, Julia Klöckner und auch dem Kollegen Wolf. Ich denke, dann werden wir erfolgreich sein. Das ist das Zeichen für 2016, dass wir auch bei den anderen Landtagswahlen und vor allen Dingen für 2017 als Union vorne sind und weiterhin die Regierungsverantwortung in der Hand behalten. Das braucht Deutschland, das braucht Europa. Deswegen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.